Für Veganer, für laktoseintolerante Menschen oder auch bei Milcheiweißallergie bietet Sojamilch eine optimale Alternative zu normaler Milch. Sie können aber auch statt Sojamilch ganz prima Reismilch oder Nussmilch verwenden. Mit der Sojabella ist das ganz einfach herzustellen. Und heute möchte ich Reismilch machen. Dafür habe ich über Nacht Naturreis eingeweicht. Das ist dieser. Da ist es ganz praktisch. Bei der Sojabella ist ein Abtropfbehälter dabei. Und dieses Mahlsieb wird eingesetzt. Man kann den Reis am besten gleich in das Sieb geben, in den Abtropfbehälter. Und so spart man wieder etwas Abwasch. Das Ganze geht ganz einfach. Man muss nur ungefähr 1 Liter Wasser einfüllen in die Sojabella. Und dann lasse ich den Reis etwas abtropfen. So. Dieser Behälter wird nun mit der Sojabella verschraubt. Da muss man etwas aufpassen, weil die Klinge ist sehr scharf. So. Nun müssen wir die beiden Teile nur noch zusammenstecken. Und auf Milch einschalten. Und innerhalb von 15 Minuten wird die Sojabella nun unsere köstliche Reismilch zubereiten. Die Reismilch ist ganz praktisch. Sie ist nämlich von Natur aus süß. Man braucht also keinerlei Zucker mehr hinzufügen, egal wofür man sie verwenden möchte. Die Sojabella erhitzt nun das Wasser und mahlt ab und zu die Reiskörner durch. Und somit verbindet sich das Ganze zu einer weichen, samtigen Milch. Nach ca. 15 Minuten ist die Sojabella fertig. Wir können sie nun ausschalten. Und sie hat die ganze Zeit eigentlich alles ganz alleine erledigt. Sie hat den Reis, wie gesagt, ganz fein vermahlen und damit eine köstliche Milch zubereitet. Reismilch ist total lecker und für alles geeignet eigentlich. Für Müsli, für Getränke, für Shakes. Es ist wirklich köstlich. Und wenn Sie eine rohköstliche Variante haben möchten, können Sie auch ganz einfach Nüsse nehmen statt Reis oder Sojabohnen. Sie können zum Beispiel Mandeln verwenden, diese am besten auch vorher einweichen. Und statt der Milchtaste betätigen Sie dabei aber dann die Mahlentaste. Und auf diesem Weg stellt die Sojabella Ihnen auch ganz leckere rohköstliche Mandelmilch her.